Willkommen zurück zu Blades of Time. Heute gehen wir das DLC an, den düsteren Sumpf. Das einzige DLC, das es für das Spiel gab. Und ich dachte mir so, ja, wenn es funktioniert und wenn wir da irgendwie durchkommen, ja dann, warum nicht? Wir gucken uns das Ganze an, starten einfach ein neues Spiel und gucken mal, was daraus wird. Wird bestimmt super. Du hast mich die ganze Zeit lang ausspioniert. Das ist jetzt egal. Ayumi hat den General getötet. Das muss ich den Ätherwächtern sagen. Wegen dir wäre ich fast gestorben. Du kommst ihr nicht in die Quere. Du Narr! Versteh mich doch. Die Ätherwächter warten schon ewig auf die Chance, den Drachentempel zurückzugewinnen. Wenn deine Freundin den Tempel zuerst erreicht, weckt sie den Hüter. Ist mir egal, verdammt. Das ist unsere Chance, dieses Höllenloch zu verlassen. Die lasse ich mir nicht entgehen. Du bist wirklich ein Holzkopf. Wenn der Hüter aufwacht, entkommt keiner. Hör mir zu. Er kontrolliert die Teleportkugeln. Du glaubst doch wohl nicht, dass sie auch ihn tötet, oder? Doch. Genau das war mein Gedanke. Der Hüter ist in dieser Welt unsterblich. Ayumi wird uns alle umbringen. Unsere einzige Chance waren die Ätherwächter und die können uns auch immer noch hier rausbringen. Das führt doch zu nichts. Zero, du musst dich entscheiden. Bist du auf meiner Seite oder nicht? Wir haben nicht viel Zeit. Sie sind da. Du solltest ein bisschen höflicher zu ihnen sein. Willst du damit sagen, ich sei ein gemeiner Mistkerl? Ich bin immer höflich. Höflicher geht gar nicht. Oh ja. Was? Ich habe kein Wort gesagt. Du hast oh ja gesagt. Was soll das heißen? Nichts. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo es halt ansiedelt, das DLC. Und wir sind in der Kontrolle über Michelle. Das kann ja interessant werden. Zeit loszufliegen. Der Sinn dieser Metapher erschließt sich mir nicht ganz, Sterblicher. Doch sie scheint mir beleidigend zu sein. Gehen wir die Übereinkunft noch einmal durch, um sicherzugehen, dass alles klar ist. Die Ätherwächter wollen den Leuten helfen, nach Hause zurückzukehren. Dazu müssen sie aber den Drachentempel und die Teleportkugel erobern. Der Ritter muss dafür natürlich erst einmal schlafen. Und um sicherzugehen, dass er schläft, müssen die Ayumi davon überzeugen, dass sie ihn nicht aufwecken darf. Sonst funktioniert es nicht. Und wie sollen wir das anstellen? Wir müssen einen Weg finden. Wie denn? Sollen wir uns etwa als Clowns verkleiden? Man kann tatsächlich mit den Leuten reden, falls dir das entfallen ist. Ayumi hat eine schwere Zeit durchgemacht, als jeder gegen sie war. Ach, richtig. Du bist der. Wir wurden angegriffen. Der zentrale Energieblock ist beschädigt. Ja, einfach so. Wir stürzen ab. Durchhalten. Zero! Wir werden finden. Unter uns ist Wasser. Wir haben es sicher überlebt. Und was ist mit uns? Ich kann nicht schwimmen. Wir versuchen zu landen. Bereit machen zur Rund- um Verteidigung. Na super, gleich einmal Fallschaden. Und wir können nicht schwimmen. Passiert immer mir das. Ich muss mein Bein verbinden. So kann ich nicht laufen. Okay. Frage, die ich mir jetzt am Anfang schon gleich gestellt habe, ist, warum hat sie einen Kompass? Immerhin hatte ja der Kompass ja vor der Gildenmeister. Das ist gleich viel besser. Und den hat ja Ayumi weggenommen. Etwas vom Shuttle übrig ist. Okay. Na, mal gucken. Schlimmer geht immer, oder wie war das? Okay, sie hat also die... Das wäre alles nur ein Albtraum. Ach du Scheiße. Sie hat die gleichen Bewegungsmoves drauf wie Ayumi. Wird aber wahrscheinlich halt nicht über Magie verfügen, ne? Aua, 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 aua. Das tut doch weh, Mann. Ja, jetzt noch zielen, ne? So. Okay.
ja noch so einer. Was willst du denn hier? Sag mal, wo kommst du denn her? Oh, Schlumpfhausen, bitte sehr. Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Wie springt die denn? Ist ja... Die springt da jetzt nicht wirklich hoch. Gleich mit Ayumi. Okay. RB! Frage ist, ob sie auch die Zeit manipulieren kann. Ich befürchte mal nein. Das könnte die ganze Sache ein bisschen kompliziert machen. Hauptsache, ich gehe nicht zu tief rein. Wasser ist ungefährlich. Es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben. Ja, okay. Woran hätte ich denn jetzt... okay, vielleicht am Nebel. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich das dann hätte erkennen sollen, aber Nebel macht vielleicht Sinn. Ach, da hinten. Ja. Lassen das. Ganz ehrlich, lassen das. Ich habe aber so das Gefühl, die Gegner halten tatsächlich nicht ganz so viel aus wie im Hauptspiel. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir generell nicht ganz so viele Fähigkeiten haben. Oder zumindest noch nicht, weiß es nicht. Okay. Da schießt jemand. Ich höre es auch. Zero oder die Ätherwächter. Die Absturzstelle muss sehr nah sein. Guten Tag. Ich bin gekommen, um zu töten. Wie immer. Man kennt das ja schon. Okay. Guten Tag. Lassen das. Bleiben Sie gleich liegen. Oh, der hat tot. Geht sterben. Tag, ich bin jetzt auch da. Ist Zero hier? Und wo ist der Kommandant? Position ist unklar. Beim Absturz des Shuttles haben wir uns aus den Augen verloren. Wir haben den Transmitter verloren. Es wurde keine Verstärkung geschickt. Wir warten. Die Überlebenden werden kommen. Sie kommen zurück. An die Waffen. Geht das schon? Na, klasse. Wie lange können wir das durchhalten? Ach du Scheiße. Okay. Ich muss mal ganz kurz nachladen hier. Immer schön ausweichen. Immer ausweichen. Immer ausweichen. Wir sind ein Multiplayer-Spieler. Wir laufen immer von links nach rechts. Oder halt auch nicht. Sehe ich das gerade richtig, dass hier mein Kollege hier eine Lebensleiste hat? Die nicht auf Null sinken darf wahrscheinlich. Das wäre aber uncool. Aua. Oh, wie viele Gegner denn noch? Kann ich da... Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht zu denen hochgleiten. Was ich jetzt gerne gemacht hätte, funktioniert aber nicht. Okay, ich glaube, der ist tot. Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass er sich schlafen gelegt hat, weil ich einfach zu langweilig war. Die Möglichkeit besteht. Alter, sind da schon wieder welche? Habt ihr keine anderen Hobbys? Ihr Ballermänner. Also wirklich. Geht weg! Geht weg! Wie lange soll das hier noch so weitergehen? Oder gibt es irgendwie ein anderes Objective, das sie nebenbei tun soll? Ne, ich komme da wirklich nicht hoch. Okay. Schöne Scheiße. Oh Gott. Wo? Ach da. Okay, jetzt kann ich wieder ganz normal kämpfen. Na, ist doch schon mal etwas. Dann sollen sie doch durchbrechen. Sie kommen Tsunami.
Ja, ja, ich mache schon, ich mache schon, ich mache schon. Erfolgreich geblockt und abgewehrt. Boah, da kommen aber auch einige. Da hinten sind ja auch noch welche. So, wir haben dreimal die Möglichkeit, uns zu heilen. Das ist doch schon mal schön. Ich bin doch schon dabei. Es gibt große. Warum gibt es denn große? Wo ist denn hier ein großer? Ich sehe keinen großen. Die sind alle gleich groß. Ach, da ist ein großer. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, aber warum haben die eine Lebensleiste, die niemals leer geht? Also die Verbündeten. Muss ich das verstehen? Ich meine, ich bin zufrieden damit, aber dennoch denke ich mir halt so ein bisschen so, hä? Weißt du? Ich meine, ich bin froh, dass er nicht leer geht und die schon fünfmal gestorben sind. Aber dennoch denke ich mir so ein bisschen so, hä? Immer fester drauf, immer fester drauf. Es kann sich nur um Stunden handeln. Die meisten davon erledige ich ja, während sie halt hier gerade erscheinen. Arsch in die Fresse! Verschwinde aus meinem Gesicht! Entferne dich selber! So. Haben wir noch so einen großen oder was ist hier los? Ich sehe zumindest keinen großen. Ach doch, da. Ich sehe keinen. Direkt vor mir, weißt du? Stellung halten. Der Kommandant ist da. Auch noch. So. Sieht doch weitestgehend schon ganz gut aus. Links gesichert. Nicht bis zum Nichten. Links gesichert. Lasst uns gehen. Und was ist mit Zero? Wir müssen ihn finden. Wenn meine Energie verbraucht ist, können wir den feindlichen Angriff nicht mehr standhalten. Aber mitten im Sumpf gibt es einen Ätherwächter vor. Unser Unterschlupf sollte für uns bereitstehen. Von dort aus suchen wir dann nach dem Sterblichen, sofern er noch am Leben ist. Na toll. Und jetzt alle mir nach. Ich kenne den Weg nicht, aber die Ordnung wird uns hinführen. Welche Ordnung? Dieses Vor in der Mitte der Finsternis ist das ewige Bollwerk der Ordnung. In seinen Reihen stehen die besten Verteidiger, die den baldigen Zusammenbruch verhindern werden. An diesem Ort finden wir unsere Verstärkung. Dann gehen wir weiter zu den Stufen des Tempels. Okay, wenn ihr sagt, das machen wir so, ja, machen wir es mal so. Wird schon seine Daseinsberechtigung haben, diese Idee. Hoffe ich. Okay, und jetzt? Ah. Ätherwächter. Wir machen den Weg frei. Ruhe. Auch wenn der Weg voller Gefahren ist, können wir ihn nicht von. Sie sind über uns. Stellung halten. Durfte er nicht zu Ende reden. Bleibt in Deckung. Wir müssen den Feind zurückbringen. Sie feuern von oben. Wir werden von allen Seiten angegriffen. Ich bearbeite ja schon das Problem. Ich tue so, als wäre ich Beamte. Und dauert das ein bisschen länger.
Okay. So, du weg. Und ciao. War schön mit dir. So, haben wir's? Ach, da oben ist ja noch jemand. Ah, ne, der ist hier. Da bin ich so gerade so. Von wo schießt er denn? Dann ist er einfach direkt hinter mir.